Willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Ja, wir sind hier in den Testkammern, die GLaDOS extra wieder für uns herstellt. Und vielleicht erzählt sie gleich wieder. GLaDOS, rede mit mir. Hallo. Hallo. Och, GLaDOS ist verstummt. Na egal. Tür auf. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen. Also lass es lieber. Oh. Weißt du, erst erzählt sie mir was von der Oberfläche oder sonst was. Und dann darf ich es nicht mal und... Gemein, gemein. So. Wo kommt denn... Hier irgendwo mal irgendwas her? Weiß ich auch nicht genau. Aber ich würde gerne nach da kommen. Ich weiß aber noch nicht, wie ich nach da komme. Hier passiert ja was ganz anderes, ne? So. Jetzt fällt da doch ein Würfel runter, oder? Sehe ich das richtig? Oh, Quatsch, der fällt... Ach, die fallen jetzt permanent runter? Oh, das ist äußerst praktisch. Toll, dann hätte ich das ja gar nicht extra so machen müssen. Ich bin tot. Bin ertrunken. Na toll. Das erste Mal gestorben. Way, in der dritten Folge. Nee, aber so. Der ist aktiviert, okay. Dann will ich jetzt erstmal wieder sicher zurück. Und dann will ich hier hin. So, gut. Alles easy. So. Mein Würfel! Juhu. Und ich komme einfach dann hier so zurück. Jawohl. So und nicht anders. Warum gehe ich denn extra über die Brücke? Meine Güte, ich kann einfach so. Wo muss ich den Würfel überhaupt hinbringen? Der Würfel muss nach da irgendwo. Wie komme ich denn jetzt nach da? Oh, so. Ganz einfach. Alles ganz einfach. Alles kein Problem. Ich schaffe das. Und das macht coole Geräusche, wenn ich auf dem Licht der Oberfläche springe. Weiter rüber. Weiter rüber. So passt. Gut. So passt das. Jawohl. So. Dann. Ja, komm, gehe ich erstmal hier zurück. So ist am einfachsten. Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Juhu. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Wieso? Was habe ich denn jetzt gemacht? Also, ich bitte dich. Gut, ich kenne jetzt natürlich die Vorgeschichte nicht, also den ersten Teil. Ich denke mal zumindest, dass das alles auf den ersten Teil anspielt. Aber ja, ne? Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Das ist gemein. Ich dachte, sie wollte mich wiederbeleben, hat sie doch in der letzten Folge oder so gesagt. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Hier durch. Fass nichts an. Alles meins. Kommt jetzt Wheatley? Ey, komm dann mit durch. Hey, oh, ich wusste es. Wo? Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Er hat ja von dem Vogel erzählt. Okay, sehr schön. Das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Na, sehr gut. Ich muss nur noch ausdüfteln, wie wir hier ausbrechen. Ja, das schaffst du schon. Dann mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Ich sehe dich auch nicht. So. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Zurück zum Test. So. Zurück zum Test also. Warte mal, ich will erstmal nach da. Das wäre, glaube ich, ziemlich von Vorteil. Ja, dann kommt da das blaue Portal hin. Oh, praktisch.
Ich ja gut gemacht, dass ich das Blaue dann geschossen habe. Dann muss das Orange jetzt mal nach da. So, jetzt kriegen wir einen Würfel, würde ich sagen. Mein Würfel. Jawohl. Und wo müssen wir hin? Nach da unten. Okay. Gehen wir erstmal nach da. Wow. So, mal sehen, ob das klappt, was ich mir jetzt vorstelle. Ja, es hat geklappt. Mwahaha. Ich bin der Meister. Das war jetzt schon ein bisschen Glück. Ne, keine Ahnung. Gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Ach, Manu. Da bin ich gerade schon voll gefreut und dann war ich nur gerade so gut genug. Weil so viel Platz da war, das ist der einzige Grund natürlich, sonst hätte sie das nicht geschrieben. Das hat sie ja extra betont, so viel Platz hier. Na gut. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Juhu. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Ey, so blass bin ich gar nicht. Also in echt vielleicht schon, aber... Na egal. Ja, werf dich um, Turm. Nein, du willst runter. Ziel verloren. Ja, Schläfchen. Schießt euch kaputt. Los, schießt euch kaputt. Ach man, du klappt nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Oh oh. Ja, dann mache ich den halt einfach kaputt, wenn ich den... Ach, die Türme sind schon niedlich. Na okay, wenn du mir verzeihst... Oh! Ach ja. Oh, das ist aber nett. So. Damit hätten wir schon mal die Türme noch nicht alle erledigt, weil da noch welche sind. Okay. Komm, die muss ich doch... Oh, guck mal. So mache ich die kaputt. Mwahaha. Noch was an den Kopf. Bam. So. Das sind aber ganz schön viele Turme hier. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so toll. Ist er da jetzt runtergefallen? Ja, ist das sehr schön. Ja, gleich. So, okay. Und da drüber. Okay, hab getroffen. War schon knapp, aber ich hab getroffen, Gott sei Dank. Wieso nicht? Macht doch Spaß. Mein kleiner Geschützturm. So, Gledos, ich hab überlebt. Scheiße, wa? Oh, guck mal, hier ist kaputt. Hier ist kaputt? Ich kann ausbrechen. Juhu! Freiheit! Hoffe ich. Gut, dass sich die Tür noch einfach dann so öffnen, ne? Oh, geil. Nächstes Level quasi. Ein Schlückchen trinken. Und weiter geht's hier. Um konstante Tests zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Oh. Das interessiert dich vielleicht. Und wie alt bin ich geworden? Ich hab doch kein Zeitgefühl mehr. Ja, ich will nach da. Nein, ich will nach... Oh, okay. Von mir ist auch so. Und ich dachte schon, ich wäre glatt aus entkommen, aber nein. Ist ja... Was da passiert? Ah, jetzt haben wir wieder so ein schönes Rätsel. So, rein hypothetisch, wir machen da ein Portal hin und da. Nein. Da. Da haben wir nur 2 getroffen. Wir müssen aber 3 treffen. Da. Da. Ah, oh, das ist jetzt nicht schräg genug, wa?
So, irgendwie, nee, ich glaube, das muss anders. Probier es einfach mal bei. Wow, ja, ist ja gut, Leser. Probier es einfach mal bei dem da. Und da, nee, da. Hm. Oh, guck mal, warum denn nicht einfach so? Nee, so ist ja auch blöd. Aber keine Sorge, ich schaff das gleich, das ist bestimmt wieder voll simpel. Aber ich stelle mich ja gerne manchmal so ein bisschen an, ne? So, erstmal ein bisschen außer Seite räumen. Genau, außer Seite. Oh, guck mal, weißt du was, wir können auch einfach... Oh, das ist... Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das sehr simpel. Na los, triff doch... Oh. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Juhu! Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Oh, das ist aber nett. Und was jetzt genau ist? Sie hat nur gesagt, ein Eingriff. Aber was für ein Eingriff, das weiß ich auch nicht. Bin ich jetzt doch unsterblich? Also zumindest, Dein Overall unverwüstlich. Sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Dann gib mir doch einen anderen. Also gemein. Aber das weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode. Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. Im Mode. Aus Frankreich. Oh, ist aber mal genug hier, ne? So, wie mache ich das jetzt mit dem... Oh, gut. Oh, nicht treffen, so. Ja, ja, au, au, au. So, gut. Haben wir uns hier ein bisschen durchgeschummelt. Oh, Hilfe. Da, reicht das? Ich glaube, ja. So. Okay, da komme ich nach da drüben. Ich weiß aber nicht, was ich da drüben machen kann. Aber das werde ich vielleicht gleich wissen. Vielleicht auch nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Na, mal gucken. So, was kann ich jetzt da drüben machen? Das weiß ich noch nicht. Boah, ich will noch nicht andauernd hin und her fliegen. Ja, schön und gut, dass das alles so spaßig ist, aber nee. Wow, da sind ja auch welche. Wenn ich mich jetzt da drauf stelle, dann werde ich abgeschossen und bin tot. Will ich jetzt... Aha, das ist doch... Das ist jetzt ein Problem. Ich müsste die Lichtmauer hierhin... Also, die muss auf der... Da bleiben. Ach, guck mal, da ist ja... Oh... Sag mir das doch vorher einer, dass da auch ein Würfel liegt. Und dann, okay. Ja, ich blick hier schon voll durch. Ich habe hier mehr als den Durchblick. Wie komme ich jetzt eigentlich da hoch? Das wüsste ich gerne. Oh. Komme ich da hoch? Ja, also, ich kann ja nicht so weit springen. Das geht ja nicht. Wow. Oh. Das war jetzt auch schlau. Ich will da aber hoch. Ich will da aber hoch. Warte, gib mir erstmal, will ich meine Wand wieder haben. Das ist mir äußerst wichtig. So. Was mache ich denn jetzt am dümmsten mal? Ach, oh, bin ich schlau. Das fällt mir aber früh auf. So. Und kann ich jetzt einfach hier drüber... Okay. Fall runter. Und fall runter. So, gut. Das ist... Schön, dass sie alle dasselbe sagen, aber sie hassen mich alle nicht. Ja. So, hier gehen wir kurz weg da. Machen wir kurz dahin. So. Bisschen weiter runter vielleicht. Und mal nach da.
Mal sehen, kann ich die dadurch greifen? Das wäre ja zu einfach. Warte mal. Ja, ich mache das gerade dezent umständlich. Oh, vielleicht auch nicht. Ja, ich mach die alle kaputt, ja. Oh oh, Hilfe, 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 Hilfe. Gut. So. Haha. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie mit denen macht. Die den gleichen Namen haben wie ich. Das ist irgendwie nicht so gut. Wenn Glödos quasi meine Eltern gefunden hat. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nicht. Nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Juhu! So, ich habe gerade meinen Rücken etwas ausgeknackt, als ich mich gegen den Stuhl gelehnt hat. Deshalb dieses komische Geräusch. Oh. Ja, nee, hier, lass mich in Ruhe. Wow. Okay, was passiert hier? Oh, guck mal. Ha! Seht ihr, ich kann auch lasern. Bam! Au, au, ach, die sind echt schön, die Türme. So, her damit. Warte mal. So. Oh, jetzt kann ich den Laser permanent anmachen. Sehr schön. Ich wusste doch, dass ich irgendwas damit machen kann. Haha. Mache ich alle kaputt hier. So. Nein, komm, da so. Ach ja, schon spaßig, mit Lasern rumzuspielen. Mwahaha. War jetzt nicht so schön, um ehrlich zu sein, aber der, das hat sich Mühe gegeben. Also ich fand es zumindest irgendwie nicht hundertprozentig schön. Nur mal so, ne? Nee. Na egal, immerhin hat Gladys für uns ein schönes Lied gesummt. Ich hoffe, es war für uns. Der Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Meine Güte. Also hat die den dann umgebracht oder ähnliches? So, ne? So, ich will erstmal nach da oben. Und nehmen wir uns den Würfel da weg. Und was passiert, wenn... Oh, okay. Dann passiert das. Ah, aber wir können das ja zum Glück auch anders unterbrechen. So. Und zwar so. Naja, fast. Okay, so kann man das nicht unterbrechen. Ach Mann, ich dachte, das wäre irgendwie... Ah, nervig. Ja, genau, ich dachte, das wäre nervig. So, dann müssen wir uns das also irgendwie anders zurechtbasteln hier. Und zwar einfach so. Oh, ey! Lass doch nicht den Würfel... Was soll das? Kann doch nicht einmal den Würfel loslassen. Jetzt, wo ich gerade die Lösung hatte. Huch, da lang muss ich. So, neuer Versuch. So... Warum ist der Würfel da durchgefallen? Spring da drüber. So ist brav. Da liegst du gut. Gut, mal sehen, ob es klappt. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ja, scheint zu klappen. Ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei den Gedanken kommen mir die Tränen. Oh, aber wie kann ein Roboter denn weinen? Das möchte ich aber auch wissen. Dann rosten die doch bestimmt. Na gut. Bin ich auf jeden Fall, ja, äußerst gespannt. Die Überraschung, juhu, Überraschung. Irgendwie voll die Armee, die macht ja schon ein bisschen Angst, auch wenn sie
nicht echt ist. Aber okay. Überraschung in 3, 2, 1. Okay. Ich hab gelogen. Überraschung. Naja, es war eine Überraschung. Falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Ach ja, das macht mich natürlich... Macht mich natürlich glücklicher. Vor allem, Alter, das ist erstmal eine Sentry, also so ein Turmding, ne? Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Finde ich jetzt ja nicht so geil. Huch. Ja. Lass mich in Ruhe, du Arsch. Lass mich in Ruhe, so. Wie kriege ich denn den Kack... Oh, warte, ich sollte mir vielleicht einfach mal hier... So. Mein Schutz. Mein Superschutzschild. Gibt es denn irgendwo einen seitlichen, wo ich das... Oh, das ist doch kacke. So. Ich will nach da hinten. Offensichtlich. Wie kann ich denn das Kackding kaputt machen? Das wüsste ich doch schon mal sehr gern. Ich brauche auf jeden Fall so einen Kackwürfel. Ah! Okay. Das habe ich geschafft. Ah! Wo kriegt der so einen Kackwürfel her? Schütze mich! Ah! Da gibt es keinen Würfel. Ach, da oben drauf irgendwo vielleicht. Okay. Oh, vielleicht muss ich nach da. Das war sehr dumm. So, warum nicht so? Ich glaube, so ist einfacher. So, wie kriege ich jetzt eigentlich den Kack... Achso, da brauche ich erst einen Würfel für. Dann kann ich das weglasern. Hm. Jetzt nicht so geil. Wie kann ich denn verhindern, dass die... Oh. So. Müsste das klappen? Denke ich mal. Jawohl. Jo, so. Mein Würfel. Ja, nix hier, fahre hoch. Wow, Alter. So, dann schießen wir den Laser erstmal so. Ja, komm, schießen wir erstmal da durch. Na, so. Jetzt hole ich mir gleich erstmal einen zweiten Würfel. Damit ich dann die Dingsens kaputt machen kann. Damit die mich nicht weiter nervt hier, ne? Das ist ja unglaublich. Haha, kannst mich mal. Kackding. Hab nichts gesagt. Ich bin ganz lieb. So. Und jetzt, haha. Wow. Ja, warte, so. Jetzt aber. Wow. Vielleicht sollte ich das lieber so machen. Kann mein Laser... Oh, geil, der Laser kann da durchschießen. Oh, Gott sei Dank, ey. So. Und da gehört der Würfel hin. Oh, guck mal, ist genau angezeigt, wo die hin müssen. War das beim anderen auch? Wahrscheinlich schon. Und ich hab's wahrscheinlich einfach noch nicht... Komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Ist das fies. Aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Ach klar, das ist schon gemein. Nein, sie will uns ja nur was Gutes tun, natürlich. Sie versucht ja nur das Beste für mich. Sie will nur das Beste für mich, so rum. Wie kann es auch anders sein? Oh! Ich habe mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Hallo. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry,
Wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. Ja, noch 5 Kammern. Dann hilft mir mein Kumpel oder so. Offensichtlich, eventuell, keine Ahnung. Das werden wir gleich sehen. Tja, der ist leider zu groß für einen Nanobot. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Na okay, bin ich mal gespannt. Was denn? Was ist jetzt eigentlich so komisch? Die Tests hier oder was? Ah, Sentries. Ich muss nach da. So mehr oder weniger. Ich hätte zumindest gerne den... Oh, da ist ja auch ein Würfel. Da kriege ich jetzt schon meinen Laser her. Wow. Was war das für... Wow. Oh, erschreckt mich doch nicht so, Leute. Das tut mir gar nicht so gefallen. Ach, Mano. Ich dachte, ich könnte mir gleich den Laser klauen. Wäre ja auch zu schön gewesen. So, erstmal hole ich mir von da oben meinen Würfel. Denn den brauche ich da oben, glaube ich, nicht unbedingt. Dann gehe ich nach da. Guck mal, ich kann doch einfach so machen. Wow, das war das falsche... Oh, cool. Damit muss ich bestimmt auch was machen. Ich will aber nach da, einfach so. Ohne Wenn und Aber. So. Und den Laser bringen wir nach... Ja, komm, nach da, ne? So. Den Laser hätten wir schon mal. Wie komme ich jetzt nach da? Oh, ich habe eine Idee. Ich habe jetzt voll die krasse Idee. Oh, geil, es hat... Oh, und dann habe ich... Muss ich den Würfel so hochbringen, okay? Okay, aber ich will erstmal noch irgendwie die... Genau, ihr versteht mich bestimmt. So, und zwar folgendes. Der Würfel ist schon mal da, gut. Wie kriege ich denn nur noch die Kackviecher weg, ne? Das werde ich dann... Da ist das Blaue. Sehen. War zwar knapp, aber ich habe es geschafft. Mohaha. So. Nee, ich glaube, ich sollte den nicht vorher klauen. Oh, ach, da hinten muss ich hin. Da hinten muss der Laser hin. Und jetzt ist wahrscheinlich die Tür offen. So mehr oder weniger, warte. Jetzt gucken wir mal kurz. Einfach mal so ein bisschen gucken, ne? Das schadet ja nichts. So. Okay, so komme ich an die Tür. Das ist dann schon mal kein Problem. Problematisch sind da eher die Dinger. Und was macht das da? Warte, da mal zoomen. Okay, ich bin äußerst so gespannt. Ich bräuchte noch einen Würfel. So ein dritter Würfel wäre schon ziemlich geil. Huch. Das war jetzt nicht so geil. Egal, dann probieren wir es einfach mal so. Das Problem ist nur, wenn ich das so mache, werde ich einfach nur sterben, oder? Überlege ich mir gerade so. Weil da die ganzen Türme sind. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich glaube, ich stelle mich gerade ziemlich... Oh, guck mal. Da ist noch ein Würfel. Ich wusste doch, dass noch einer sein muss. So, und zwar dahin. So. Mein... Habe ich ihn wenigstens runtergeworfen? Würfel? Würfel! Oh ja, da ist er doch. Gut. Dann wäre das ja schon mal geklärt. So, jetzt haut ab hier, Sentries. Ja, es brennt alles. Bada bang. So. Nein, oh, spring doch nicht gegen den Würfel, du Idiot. So. Jetzt hat sich da... Oh, sehr schön.
Jetzt kann ich das machen, was ich gerade machen wollte. Dahin. So. Und geschafft. Fast im Laser gelandet, aber ach, alles kein Problem. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Juhu, ich krieg die optimale Lösung. Und Gladys halt nicht, ne? Ja, natürlich ist es so rum, ist ja logisch. Aber ich glaube, ich sollte langsam mal... Wow, die Folge ist, glaube ich, schon ziemlich lang. Gut. Ich würde sagen, das war's dann mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.